Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute 1000 Euro während zum besseren Döner zeigt. Wieder ein Special. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe zwei Jungs für die Jury am Start. Ich bitte, bitte die Jury zu mir! Was geht, Bro? Meine Jungs, grüß euch. Also, erstmal richtig geil, dass ihr dabei seid. Freut mich richtig. Sehr gerne. Ist mir so eine Ehre, ne? Danke, ja, Mann. Danke, danke. Ja, cool. Also, ich denke, ihr wisst, worum es geht. Alle wissen, worum es geht. 1000 Euro werden uns den besseren Döner zeigen. Und wollen wir einfach die Abonnenten dann an den Start holen jetzt, oder? Würde ich auch sagen. Mach jetzt auch einen Ruf. Abonnenten! Abonnenten! Schön, dass ihr am Start seid. Wir haben den Carlo und wir haben den? Dokan. Den Dokan, geil. Also, ihr habt jeweils euren Lieblingsdöner rausgesucht. Ich hoffe, er knallt. Ich hoffe, ihr könnt uns alle überzeugen heute mit Dreier-Jury. Einmal noch ein, zwei Wörter zu dir, Di. Ja, ich bin Carlo, ich bin 35 Jahre alt aus Hannover und ich zeige euch heute mal einen richtig guten Döner. Geil, gute Ansage. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr kritisch, muss ich auch sagen. Ne? Ich habe auch sehr lange keinen Döner mehr gegessen, muss man sagen. Ne? Deswegen. Der ist 5 Monate auf Entzug schon, ne? Du lässt uns schlecht aussehen heute, Bruder, Mann. Du vielleicht nochmal. Ich würde sagen, Taten sprechen mehr als Worte. Okay, ja, Mann, sehr schön gesagt. Ja, cool, Jungs. Ich würde sagen, wir reden nicht lange, wir werden direkt rein. Viel Spaß bei In Chili. Bevor es losgeht mit dem ersten Döner, werden wir noch einmal die Szene wechseln nach Buxtehude und ich werde euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das innovative Produkt, worum es heute in der Werbung geht, ist ein Döner, aber für den Hund. Diese wunderbare Firma hat einen Hundedöner entwickelt aus 70% Dönerfleisch und 30% Hundefleisch, damit es natürlich auch für den Hund geeignet ist. Motti, riech mal, mein Schatz. Oh, ist das fein, ey. Oh, ist das fein. Nein, das war natürlich nur Spaß. Hat Papa dich für eine Werbung missbraucht? Na, komm mal rüber. Also, ich möchte heute ein wichtiges Thema ansprechen, einmal was mir am Herzen liegt. Ich möchte euch einen kleinen Denkzettel mitgeben quasi. Wir alle lieben Fastfood, wir alle lieben unseren Lebensstil, der leider manchmal ungesund ist und auf den Moment geprägt. Und wir sollten manchmal überdenken einfach, was tut uns nicht nur kurzfristig gut, sondern vielleicht auch langfristig. Diese Mission hat sich auch Holzkern zum Motto gemacht. Holzkern ist ein kleines Familienunternehmen aus Österreich, Marktführer für Holzuhren, natürlichen Schmuck, Accessoires für Frau und für Mann. Ich werde euch jetzt mal ein paar kleine Produkte vorstellen, ein bisschen einblenden, jetzt nicht auf 0815 hier aus der Hand, sondern richtig. Man hat eine Uhr am Handgelenk und soll sich daran erinnern, wie verbringe ich meine Zeit? Geh mal wieder raus, tu was für Herz und Seele. Bei Holzkern findet ihr über 1000 Designs, Top-Bewertung, über 1 Million Kunden schon bestellt. Ihr kriegt in 2 bis 5 Tagen euer Paket geliefert, 24 Tage Rückgaberecht, falls euch was nicht gefällt. Code HOLLE15 kriegt ihr auch nochmal 15% Rabatt. Ich habe meiner Freundin gleich was mitbestellt. Ich hoffe, das trägt Früchte. Ich werde dir das Ganze gleich übergeben. Schaut mal rein, steht für nachhaltige Lieferwege, für nachhaltige Verpackung und Produktion, unterstützt viele Umweltprojekte. Ist eine feine Sache, einfach mal raufschauen, gucken, ob euch was gefällt. Überdurchschnittliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Falls euch was nicht gefallen sollte, nicht passen sollte, schickt es einfach zurück. Super Kundenservice, 24 Monate Garantie. Ist eine feine Sache, klickt mal drauf in der Videobeschreibung und jetzt würde ich sagen, weiter im Video. Ah ja, voll leer geräumt, als hätten die extra für uns den Laden geräumt. Das war nicht geplant. So. Guten Morgen. Na, alles okay? Alles gut, alles gut. Eine Sache muss ich sagen, es fällt einem manchmal sehr schwer zu bewerten. Das erste, was er uns erzählt hat, er steht 17 Stunden, jeden Tag steht er da. So, und jetzt sollen wir kommen und müssen natürlich deinen Döner bewerten. Na, da hast du uns das nicht leicht gemacht. Wir müssen ehrlich sein und ich habe auch so eine Sache eingeführt. Die beiden werden dir heute das Feedback geben aus der Jury danach. Ja, was sind das für Fleischsorten? Ja, Rind und Rind. Reines Rindfleisch. Mhm, ja, genau, geil. Und enthält nur 10% eigenes. Ach, 10% Hackfleisch nur. Nur 10% Hack. Ja, ja, ja. Bei uns heißt Matt ist Schwein, weißt du, Hans hier. Dokan, das ist der Kollege, der kennt den Döner noch nicht. Kriegst du gerade Arschwasser, wenn du das siehst, ganz ehrlich? Ich bin optimistisch, glaube ich. Es ist gutes Fleisch, es ist kein schlechtes Fleisch, 100%, aber ich bin optimistisch. Ich hole mal direkt Carlo ran. Carlo, du musst uns jetzt deinen besten Döner liefern. Ich sage es immer wieder, du bist jetzt dafür da, wie als wärst du auf der Rennbahn und würdest dein Pferd nochmal so richtig in die Seite hauen, damit es gleich Vollgas gibt. Du musst jetzt Salami überzeugen den richtig, und anspornen auch den richtigen Döner jetzt. Die machen selber Brot, Leute. Das Brot ist selber gemacht. Das ist krass. Das ist gut, das ist gut. Sehr krass. Unsere eigene Soße hat auch gesagt, ne? Also an sich sehr viel selbst gemacht. Denkt ihr, werdet ihr so knallhart bewerten oder werdet ihr auch so vielleicht ein bisschen, weil er so korrekt ist? Das ist halt das Problem, weil die sind sehr sympathisch und dann ist es natürlich schwer zu sagen, Bro, ist jetzt nicht so nice, weißt du? Aber dass ihr manchmal mit aller Liebe, lasst vielleicht draußen. Aber ich werde schon sehr ehrlich sein. Boah, die dampft richtig.
Was ist dein erster Eindruck, die, zu dem Döner? Was sagst du? Oh, der riecht aber lecker bis hier so. Ich hab Bock jetzt, ich hab schon sehr Lust. Also das Fleisch ist wirklich sehr gut, richtig gut sogar. Ich finde ein bisschen, das Brot ist ein bisschen zu brotig, es ist zu viel Brot. Mhm. Ich hätte gerne einen Crunch gehabt, wenn ich da reinbeiße, aber es schmeckt sehr gut. Stell mir vor, was sagt ihr? Greifst du ihn gleich an? Ja, was hast du dazu? Ich würde ihn hauen. Du musst verteidigen. Du beeinflusst uns auch ein bisschen, wenn du jetzt verteidigst. Ja, genau. Also ich finde, es ist ein perfektes Zusammenspiel mit dem Brot und dem Fleisch. Aber warum gibt es ihm dann eine 8? Was fehlt denn für 10? Ich habe ja auch schon alle Döner gegessen, aber für Hannover ist das hier der beste. Stark, ja? Okay. Erster Eindruck, ohne aufgegessen zu haben, deine Bewertung, wenn du jetzt eine Bewertung geben müsstest. Von 1 bis 10? Von 1 bis 10. 7,5. Okay. Wir gehen direkt zu unserem Döner jetzt. Boah, Boah, was ist das für ein Monster? Das ist so eine Libelle gewesen. Wir nehmen 3 Döner mit Kalbfleisch. Rind, sorry, Rind. Wie alt ist denn das Tier? Über 3 Jahre schon. Das ist Jungbulle. Dann nehmen wir 3-mal Rind mit Schaf und Curry. Ohne Tomaten, sonst alles. Rind, Leute, ganz selten im Döner gegessen. Hat eigentlich in der Tat viel mehr Geschmack. Kalb ist an und für sich mit wenig Geschmack, ist aber halt sehr zart. Deshalb wird das benutzt, viel Gewürze, viel Geschmacksverstärker. Dann schmeckt das. Rind hat mehr Eigengeschmack. Danke, Rudi. Ah, vielen, vielen lieben Dank. Lasst euch schmecken. Dankeschön, Dankeschön. Oh, das sieht gut aus. Dann nimm's in den Mund. Nimm den Mund. Jetzt schon? Ja, natürlich. Boah, sagst du? Geil. Boah, das Fleisch ist gut. Boah, das ist gut. Carlo, du kannst gerne Platz nehmen schon mal. Ich hab nie so ein Fleisch gegessen, muss ich sagen. Ich hab nur Hähnchen, ne? Ja? Carlo, noch mal deine letzten Worte zum Döner, bevor wir probieren. Lasst euch schmecken, es ist ein sehr, sehr gutes Fleisch. Guck mal, der ist überzeugt von seinem Produkt, weißt du? Ja. Jungs, ich wünsche euch guten Appetit. Guten Appetit, ne? Danke, danke. Das ist schon voll gestopft. Es ist sehr vollgefüllt, was ich eigentlich geil finde, aber du spürst keine Soße so richtig. Aber ich finde, das ist genau das Richtige. Wenig Soße, gutes Fleisch, perfekt. Oft das Problem, wenn man dann mit Kamera kommt, dann meinen sie es gut, machen viel Fleisch, aber sie bringen das in Disbalance. Entweder das Fleisch viel zu salzig, der Rest kommt nicht durch oder die Soßen halt nicht mehr, ist dann auch oft der Fall. Aber das Brot, ich sag ganz ehrlich, ich finde das voll geil, dieses Weiche. Also ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich extrem Hunger habe, aber mir schmeckt es richtig gut. Der ist auch lecker, ja. Aber jetzt mal ehrlich, Jungs, findet ihr nicht, das Mischverhältnis ein bisschen hätte besser sein können? Jungs, mir geht gerade richtig einer ab, ne? Also ohne Spaß. Ich finde das auch gerade so ein sehr intimer Moment, deswegen auch ein bisschen unangenehm, dass du vielleicht. Weil es dein erstes Mal ist. Ja, mein erstes Mal und ich habe seit 5 Monaten halt nicht, ne? Das heißt, ich habe schon ordentlich Druck. Ja, genieß ihn. Den können wir Entlastung bringen, den Druck. So, bei mir kommt gerade hier so die Currysoße, ne? Und schmeckt so geil, aber wäre die nur mehr verteilt. Hättest du dir mehr gewünscht, ne? Ja, safe. Ich finde so, ich fühle, was du meinst mit der Salat. Ich nenne es jetzt mal Disbalance, weil ich eben schon mal den Ausdruck genommen habe. Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber irgendwie haben sie zu sehr, ja, weiß ich auch nicht. Ich hätte mir durchgemischt gewünscht und sag mal mehr Soße, aber der ist schon echt gut. Ist wirklich ein guter Döner. Haben die da Minze drin auch? Ja, der ist oben auf dem Salat so als Dekoration mit drauf. Also wird auch das ein oder andere Blatt mit drin sein. Kommt gut, die Minze. Ja. Also wirklich, Carlo. Wie fühlst du dich gerade so nach unserer ersten Reaktion? Ich fühle mich gut. Ja. Also ey, den zu schlagen, Alter, jetzt mal ehrlich, das wird schwer. Er merkt selber. Nee. Es ist ein verschiedener Spieß. Es sieht nicht so aus wie der. Der wird pro Biss besser und besser, Alter. Der ist nicht schlecht. Ein Negativpunkt, ich habe schon auf 1, 2 Sehnen gebissen. Bisher sonst stark. Ja, aber für mich ist das ein sehr stabiler Döner. Der, ich will den voll aufessen. Also jetzt noch mal zu deiner Sache wegen dem Salat. Weißt du, warum man das so vorkommt? Wegen den Karotten. Die Karotten sind so bissfest. Normalerweise machen das ja alle Dönerläden fast so. Und da merkst du es nicht, aber die Karotten haben zu viel Biss und deshalb kommt dann das zu präsent vor. Carlo, gute Wahl, muss man bisher sagen. Da kommt die Soße hier noch. Man durchlebt eine kleine Geschichte wieder mal bei den Döner. Also die Münze ist richtig heftig. Denn die Soßen jetzt noch gute Momente mit dem Döner gehabt. Das ist ja. Du auch, ne? Mir geht so einer ab. Gutes Ding, Salime. Ist wirklich. Ja, heißt doch so. Wenn Notlandsturm kommt, dann rufe ich euch alle hierher. Sag denn bitte, dass du Salime heißt. Die denken, ich mache die ganze Zeit Spaß. Du heißt Salime, ne? Salami. Ach, Salami. Oh nein. Kommt nicht gut. Kommt nicht gut. Hab ich echt nicht gepeilt. Der in Hamburg, wow, würde der laufen. Einfach so stark. Ja, die ist da, die ist immer noch da, die ist immer noch da. Also ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung mit Kommazahlen, denn nicht vergessen. Ich bin auf Holles Meinung sehr gespannt. Ich auch, muss echt sagen, deine Meinung würde mich jetzt sehr interessieren. Ob du sehr, wie kritisch du rangehst. Also ich sag ganz ehrlich, ich bin bei einer 8,5. Ich muss ganz ehrlich sagen, lustigerweise habe ich eine 8,6 im Kopf. Ich bin, sag mal, ab 7 ist Empfehlung und 8 ist halt schon so, wow, ich würde den Mann schon küssen, so sagen wir so. Ne? Jetzt bin ich gespannt, was unser Meister sagt. Ich würde gerne jetzt was anderes geben als ihr.
Weil sonst manchmal dann erstmal so rüber, oh, die anderen sagen, er sagt auch, aber wer mich mehr als zwei Videos guckt, weiß, das ist nicht so. Ich gebe auch eine 8,5. Boah! 8,5, okay. Das ist ein starker Döner. Er hätte noch mehr Potenzial gehabt, aber Fleisch hätte ich mir ein bisschen mehr Performance, ich habe ja auch gesagt, zweimal so ein bisschen Sehne gehabt, aber ich habe es jetzt nicht so eng gesehen. Und das mit der Karotte hat wirklich den Biss ein ganz klein bisschen verschlechtert, aber Gesamtperformance, wenn du dich fragst, was ist dieser Döner, ist der geil? Verdammt geil. Und deshalb eine 8,5. Ja, dann lass uns zum nächsten Spot gehen, ja. Also wir sind beim Nazar Grill jetzt angekommen. Es gibt einen Fail schon, aber dafür bin ich zuständig, das zu klären. Sein Spieß ist alle. Der Spieß, ey, der ist so gut, der Spieß ist alle. Was soll man da machen? Wenn ihr hier essen kommt, das Fleisch hat einen ganz einzigartigen Geschmack. Rauchig, man denkt, es kommt von einem Holzkohlegrill, ist es aber nicht. Ja, die 1000 Euro sind weg. Man muss dazu sagen, Nahim liebt Hähnchen. Emanuel liebt Hähnchen. Ich liebe auch Hähnchen. Du vielleicht noch gewinnen, weißt du? Vielleicht gewinne ich mit Soßen noch. Frag ihn, ob er nicht das Fleisch, er soll den anderen sagen, ausverkauft. Wir nehmen den Rest jetzt ganz schnell. Geh noch mal in die Offensive. Wollt ihr das wirklich haben? Ja, wir nehmen das. Die machen jetzt gerade 9 Spieß. Ach, sie machen 9 ran. Wie lange dauert der Spieß jetzt? Halbe Stunde, Minimum. Du bist Chef? Ja. Ja, wir machen Döner-Test. Wir essen deinen Döner, er stellt den vor und wir bewerten den. Und er ist so überzeugt von deinem Spieß. Und das ist alle leider. Was machen wir jetzt? Ja, dann geht das. Dann warten wir. Let's go. Jetzt wird einen richtig geilen Geschmack bekommen. Ihr könnt schon mal an den 1000 Euro schnuppern einmal. Riecht wie Geld. Riecht nach 1000 Euro. Warte, ich zeig dir noch einen besseren Döner. Ja, wir waren hier. Jetzt haben die sogar auf die Kacke gehauen, haben Butter noch rübergeschüttet. Oh. Evanio hat eben schon gesagt, wir hätten doch Hähnchen nehmen sollen, ne Evanio? Wie knusprig sieht Hähnchen bitte aus? Ey, jetzt mal ehrlich, lass Hähnchen nehmen, Alter. Aber es ist seine Entscheidung. Oh, habt ihr Brot? Ist das unser Brot? Oh. Auch selbstgemachtes Brot. Das Geile ist, die Läden sind alle unter Radar hier. Die beiden Läden in Hannover noch nie gehört, auch noch niemand erwähnt. Also der erste hatte was auf dem Kasten und ich hoffe, deiner jetzt auch. 100%. Für dich ohne Soße. Ehrlich, bei mir ohne? Ohne, weil ich weiß, du bist ein Feinschmecker. Ich nehme so, wie du sagst. Okay, dann nehmen wir so. Bruder, steckt dir selber das Fleisch? Nee, ne? Natürlich, ich doch hier unten um das Video. Mach dir selber! Schwöre! Nein! Weißt du, was eben der Evanio gesagt hat? Er hat gesagt, du siehst aus wie der Typ auf diesem T-Shirt mit dem Döner, weißt du? Er sieht echt so aus, Mann! So, jetzt hau mal rein, die. Jetzt will ich sehen. Schmeckt auf jeden Fall gut. Knuspriges Brot, viel Soße, aber. Ehrliche Meinung, besser als deiner? Kannst du ehrlich sagen. Natürlich auch Geschmackssache. Bin einfach von dem Fleisch sehr überzeugt beim Döner. Hier ist ja auch selbst gesteckt. Hat halt nicht so diese Würze wie das andere Fleisch. Würde ich auch so in die Richtung 7,7. 7,7, oh. Er gibt dir 7,7 sogar. 7,7 hat er gegeben? Er hat nur 7,5 gegen der andere. Er war geizig. Ja. Das Brot sieht echt so gefährlich aus. Der ganze Döner sieht gefährlich aus. Ich werde mal einmal hier schon mal das Fleisch testen. Gefährlich. Ach, fängst schon an? Mhm. Ich sag mal, ist eine Ansage oder so noch. Ja. Geht's schon direkt los oder was? Ja, es geht los. Die haben so dick den Döner gemacht, also.
Ich sag dir ganz ehrlich, das hat das ähnliche Problem beim anderen. Ne? Ich mag das nicht so, wenn es so geschält ist. Ich mag es einfach, wenn es gemischt ist. Ne? Und obwohl da selbst gestickt ist, das andere Fleisch fand ich ein bisschen geiler, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erst muss ich auch bei dem Salat dir zustimmen. Es ist keine optimale Zusammensetzung vom Döner. Ich würde das mal drauf schieben, dass sie zu viel machen, weil sie dieses Kamerabonus-Ding reinmachen. Zweimal jetzt bei beiden Dönern gab, finde ich, ja, zu dicke Salatschicht einfach. Ich dachte so, nach dem ersten, da kommt nichts mehr krass, aber ich sag dir ehrlich, der ist schon echt gut. Ich habe auch nichts erwartet, um ehrlich zu sein. Aber der überrascht mich auf jeden Fall positiv. Freut mich zu hören. Was sagst du denn? Findest du das weichere Geile gerade oder findest du dieses Brot ein bisschen besser? Das hat halt dieses Kauige, so bist du... Ja. Also das Brot eben fand ich ein bisschen stärker. Mhm. Aber ich werde mich zur Gesamtperformance noch enthalten. Will euch auch mal ein bisschen reden lassen. Und dann werde ich, sag ich mal, die Keule zum Schuss schwenken. Obwohl das kein Holzkohlgrill ist, du hast diesen rauchigen Geschmack einfach. Ja, hast echt recht, ja. Okay, wir hatten Rind, jetzt ist das Kalbfleisch, hat er gesagt, Jungbulle, glaube ich. Aber du hast trotzdem zwei ganz verschiedene Arten von Döner. Du hast erstmal den eben, gekaufter Spieß, wahrscheinlich auch üblich gewürzt und gleich mal so das, was viele mögen, wahrscheinlich auch viele Geschmacksverstärker. Der hier ist komplett das Gegenteil. Der ist aufs Fleisch fokussiert, nicht viele Gewürze. Ganz basic, du sollst das Fleisch schmecken, die Kruste, frisch gebackene Brot. Ich natürlich ohne Soßen noch. Das sind zwei komplett verschiedene Döner. Ich sag dir ganz ehrlich, aber ohne Soßen, wir haben, ich glaube, nach dem Schmecken hat was ganz anderes. Die Soße ist sehr präsent, oder? Ja, ich finde es aber schon ein bisschen zu viel fast schon. Bei mir war noch mal extra Curry on top. Ja, okay, das bei mir zum Beispiel nicht. Ich habe dafür das Fleisch halt. Dass ich wirklich genau mich reinschmecken kann. Das ist ja eigentlich genau das, was ich mag. Wenn das Fleisch gut ist. Aber ist es denn gut? Das werde ich gleich bei der Bewertung. Ich hätte echt gedacht, boah, ich bin satt, da kommt jetzt nichts mehr krasses. Weil der war so gut, der erste, ne? Aber das hast du echt noch gut rausgeholt. Also die Episode ist geil. Tolle, wenn du sagst ja, der ist besser und Halle nein, wenn ich nein, wer gewinnt dann? Also ist deine Stimme mehr wert, so gesagt? Nee, wir machen nur die reine Punktzahl zusammengerechnet. Oh. Ich glaube, ihr habt auch einfach wirklich ein ganz anderes Erlebnis in den Soßen. Ja. Ihr wird komplett anders sein. Was sagst du denn nein? Sagst du zum Fleisch, was sagst du zum Soßenspiel so ein bisschen oder zu viel Salat? Ich glaube, mit dem Hähnchen hätte ich ihn eher gekriegt. Das kann sein. Hau ruhig eine Bewertung raus. Ich glaube, wir sind jetzt am richtigen schon, Punkt. Schon, hau ruhig eine Bewertung raus, ja? Einmal nochmal für die Zuschauer, ihr könnt euch auch bewerben für die nächste Folge. Ihr müsst Hashtag Holle in die Kommentare schreiben, eure Stadt, wo euer Döner ist. Und für die nächste Runde, natürlich, werde ich mir dann jemand aussuchen. Vielleicht sind die beiden ja auch nochmal irgendwann mit dabei, man weiß es nicht, vielleicht habt ihr Bock. Ich finde, der Dreh hat richtig Spaß gemacht. Okay, Jungs, bin ganz ehrlich, dieses Bewerten macht einen verrückt. Das macht meinen Kopf kaputt gerade. Ich denke gerade, was ist das? 1 bis 10, Digga, wow, keine Ahnung. Man muss sagen, Holger ist da sehr fühlskalt so, ne? Ja, du bist da schon auf jeden Fall nicht so emotional wie wir beide. Du bist da schon sehr ehrlich so. Ich habe jetzt so beide so sympathische Jungs, weißt du, alle waren super nett. Fällt mir schon schwer zu sagen, na, der war jetzt nicht so gut wie der andere. Ich denke, das wäre falsch, jetzt dich zu überreden, irgendwie knallhart zu sein. Wie machst du das denn? Ich bin knallhart, weil meine Einzigartigkeit beruht darauf, dass die Leute wissen, dass ich nicht alles auch gut rede, weißt du? Ich hau mal Scheiße raus. Die wissen, das macht dich auch aus. Also ich sag dir echt, der Döner war schon wirklich richtig gut, ne? Also das Fleisch war geil, auch das Brot war geil. Aber ich muss sagen, ich mag auch ein bisschen dieses Weichere, ne? Das Zusammenspiel war bei anderen einfach besser. Das ist wirklich ein guter Döner und ich kann ihn empfehlen. Aber ich würde trotzdem, es ist so gemeiner nur, aber ich würde trotzdem eine 7,8 würde ich jetzt geben. Ich fühl's. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, auch den Punkt, den du angesprochen hast, dieses leicht Weichere feiere ich persönlich mehr. Und das war jetzt auch anderes Fleisch. Normalerweise, ich glaube, mit Hähnchen hättest du mich vielleicht noch ein bisschen mehr bekommen. Aber ich war halt wirklich schockiert von dem anderen, dass da dieses andere Fleisch, was ich sonst nie benutze, also gut geschmeckt hat, weißt du? Dementsprechend, ich bleib bei einer 8. Also wir blenden mal die Zwischenbewertung ein, wie eure beiden Stände sind. Also wenn du jetzt einen 9 gibst, dann hast du es rausgeholt noch alles. Jetzt bin ich echt gespannt, Alter. Du könntest alle noch retten hier, du könntest ihn noch ins Boot holen. Holle hat ja einen ganz anderen Döner gehabt als ihr. Ja, wir hatten beide mit Soße, muss man sagen, Holle ohne Soße. Komplett ja. Anders. Also, pass auf. Es ist an und für sich genau das, was ich will, Dukan. Ne? Dieses Selfmade. Ich sehe da oben einen Bildschirm und da sieht, wie das gesteckt wird. Dann machen die da Butter drauf. Dieses Ballonbrot, was sie da rein. Mit der schönen Röstung noch. Puh, da war ich erstmal sehr geflasht. Puh. Oh, jetzt bin ich mal richtig gespannt, Alter, erzähl. Ich hole erstmal das Geld raus. Wollt ihr noch mal riechen? Oh, es ist für mich eine 7,5 Punkte. Damit ist der Gewinner Carlo. Der Geschmack. Der Geschmack, die Intensität hat gefehlt. Ich hätte mir sogar die Soße noch drin gewünscht. Es war einfach nicht genug Power. Für Selfmade-Fleisch, da muss man würzen, da muss man Power. Brot war auch nicht ganz so stark wie drüben, aber ein trotzdem starkes Ding, was ich unbedingt ans Herz legen kann. Aber mit Soßen, das wäre besser gewesen. Aber ein starkes Ding, Carlo, du der Gewinner. Oder du gehst in die zweite Runde um 3000 Euro, wo es um Burger gehen wird, gegen anderen Kandidaten in Hannover. Ja, da bin ich nicht so, da bin ich nicht unterwegs bei Burgern. Du musst die Entscheidung fällen, 3000 Tacken, Bruder. Nee, ich würde das Geld nehmen. So soll es sein. Ja, danke fürs dabei sein an alle, danke an die Abonnenten, danke an euch. Denkt auch dran, beide in der Videobeschreibung abchecken, geile Folgen hier bei Nein, bei Evanio genauso. Und ja, checkt das ab und dann sage ich danke an alle und bis zum nächsten Mal.